Susanne Klatten, 56, gilt als reichste Frau Deutschlands. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jetzt berichtet, haben sich die BMW-Großaktionärin und ihr Ehemann Jan Klatten getrennt. Nach mehr als 30 guten und spannenden Jahren geben wir heute unsere Trennung als Paar bekannt, zitiert die Zeitung aus einer gemeinsamen Erklärung der Noch-Eheleute Klatten. Man sei dankbar für die gemeinsame Zeit und gehe in Freundschaft in eine neue Lebensphase. Themen im unternehmerischen wie auch im privaten Umfeld werden uns weiterhin verbinden, heißt es in der Erklärung weiter. Susanne und Jan Klatten heirateten 1990. Wie die Tochter des Unternehmers Herbert von einst dem Magazin Stern verriet, wurden sie und ihr Ehemann einander in der BMW-Zentrale in München vorgestellt. Später habe sie den Ingenieur Jan Klatten im BWM-Werk in Regensburg in der Kantine wieder getroffen. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Susanne Klatten trennt sich von ihrem Ehemann. Die Ehe der reichsten Frau Deutschlands steht vor dem Aus. Nach FAS-Informationen gehen BMW-Großaktionärin Susanne Klatten und ihr Mann Jan in Zukunft getrennte Wege, wenigstens privat. Die Ehe von Deutschlands reichster Frau steht vor dem Aus. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung trennt sich BMW-Großaktionärin Susanne Klatten von ihrem Ehemann Jan Klatten. Nach mehr als 30 guten und spannenden Jahren geben wir heute unsere Trennung als Paar bekannt, zitiert die FAS aus einer gemeinsamen Erklärung von Jan und Susanne Klatten. Wir gehen in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und in Freundschaft in eine neue Lebensphase. Susanne Klatten ist die Tochter des Unternehmers Herbert Quandt, der unter anderem BMW groß gemacht hat. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Stefan Quandt ist sie die Haupterbin des Firmenimperiums. Aus dem Erbe hat sie eine eigene Unternehmertätigkeit gemacht. Zu ihrer Beteiligungsgesellschaft Chiron gehören unter anderem der Spezialchemiekonzern Altana sowie Anteile am Windkraftanlagenhersteller Nordex und am Kohlenstoffverarbeiter SGL Carbon. Bei SGL Carbon ist sie die Vorsitzende des Aufsichtsrats. Ihren Mann Jan hat Susanne Klatten 1990 geheiratet. Kennengelernt hatte Susanne Klatten, geborene Quandt, ihren späteren Ehemann seinerzeit als jungen Ingenieur in den bayerischen Motorenwerken. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Themen im unternehmerischen Umfeld werden Jan Klatten und sie weiterhin verbinden, heißt es nun in der Trennungserklärung aus dem Hause Quandt, die mit der Bitte schließt, die Privatsphäre zu respektieren und von Anfragen abzusehen. Susanne Klatten trennt sich von Ehemann Düsseldorf. Nach 28 Jahren Ehe gehen Susanne Klatten und ihr Mann Jan getrennte Wege. Die BMW-Aktionärin gilt als reichste Frau Deutschlands. Wir gehen in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und in Freundschaft in eine neue Lebensphase, heißt es in einer persönlichen Erklärung des Paares, über die zuerst die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete. Insgesamt habe sich ihre Beziehung über mehr als 30 gute und spannende Jahre erstreckt. Das Paar hat drei Kinder. Themen im unternehmerischen wie auch im privaten Umfeld werden uns weiterhin verbinden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Zusammen mit ihrem Bruder Stefan Quandt ist Klatten Erwin von Johanna Quandt, der Witwe des Industriellen Herbert Quandt. Susanne Klatten gehört ein Anteil von 20,9% des Automobilunternehmens BMW. Nach der Liste des US-Magazins Forbes gilt sie als reichste Frau Deutschlands.